So, hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Diablo 3 Reaper of Souls in der PTR-Beta. Ja, letztes Mal haben wir den neuen Rift besucht, also neu ist er nicht, aber haben nach dem Schlüsselwächter in Akt 3 gesucht, einen neuen Speer gefunden, eine gute Zweihandwaffe mit 2400 Schaden, richtig geil. Und ich habe jetzt mal auf Qual 1 gestellt, wird wahrscheinlich zu schwer sein. Wir gehen in Steinfort. Wir gehen mal die anderen Schlüssel holen, weil ich weiß jetzt nicht genau, wo das ist. Ich habe noch nicht nachgeschaut. Feld des Elends. Also probieren wir mal hier. Ja, man sieht's, recht viel HP. Aber es geht einigermaßen. Jetzt nicht ganz so schlimm, also Schaden können sie leider nicht so viel machen. So. Hier oben ist noch das Event. Grüße, hast du irgendwas für mich? Was hast du denn? Schrott. Elendigen Schrott. Okay, gehen wir wieder raus. Ich möchte den Schlüsselwächter finden. Ich hätte jetzt gedacht, die hätten mehr Leben. Aber 15.000 ist jetzt nicht so viel. Doch, ist viel, aber ich hätte gedacht, die halten ein bisschen länger aus. Das ist gut, wenn wir so spielen können. Nicht. Ich will den aufmachen. Ich ein bisschen mehr Schaden mache. Ja, und hier auch. Genau. Ach komm, ich will ihn einsetzen. So. Zu wenig Zorn immer die ganze Zeit. Ich hoffe, er kommt jetzt im Bad. Und wenn er ganz nicht da ist, dann reiße ich ihm den Kopf aus, wenn er das nächste Mal da ist. Und stelle ihn aus auf eBay. Ach komm, hey, eben das Zornproblem. Das ist jetzt halt mehr da, weil ich auf Qual spiele. Auch mehr Fähigkeiten einsetzen muss pro Gegner. Hallo?
Da ist er ja. Nein, das ist nicht, oder? Aha. Okay, ist der nicht. Schade. Hat er auch so viel, also er schießt auch so viele Mörser. Okay, jetzt bist du tot. Dankeschön. Na, wo ist er? Ich brauche ihn. Da wir schön viel Leben haben, können wir auch mal ein bisschen laufen und die Gegner an uns binden. Bisschen pullen. Hier ist die Höhle. Da muss sie triebend sein. Die sind nur Trash-Gegner. Oh. Nein, die Kleinen bitte nicht. Tschüss. Ich brauch den Großen, hallo. Vielleicht hier oben. Irgendwo im Nirgendwo müsste es sein. Ja, toll. Die sind vielleicht ein bisschen zu stark. Vielleicht auch nicht. Und die sind schnell. Ah, die haben keine Chance. Auch wenn sie schnell sind, sie können es einfach nicht ausnutzen. Und viel Leben haben sie ja auch nicht. Nur 73 Millionen. Okay. Ja, ist nicht ganz so groß. Oh. Dankeschön. Auch neue Champions. Ja, toll, ich. Eine ist schon mal tot. Grüße. So schön.
Bisschen leise muss ich das Spiel machen, sonst höre ich selber nicht mehr viel vom Gerede. So. Ja, jetzt ist es für mich angenehm. Da höre ich meine eigene Stimme sonst nicht mehr. Also, scheint, dass er nicht hier ist. Mist. Doch, da ist er ja. Am letzten Fleck. Ganz genau. Nicht schieben, bitte. Ach komm, lass mich. Ah, lass mich doch durch. So ein Idiot. Lässt mich einfach nicht durch, wenn ich doch nach oben reiten will. Geht der lange und mein Zorn. Nicht wegschleudern, bitte. Die Feuerbälle machen wenig Damage. So, jetzt. Schlüssel der Knochen. Wir haben einen Schlüssel gefunden. Sehr schön. Okay, dann ist die Dropchance hoffentlich hoch. Jetzt müssen wir noch einen zweiten Schlüsselding und Plan Infernale Maschine. Habe ich auch noch nicht. So, einen Schlüssel haben wir, sehr schön. Und hier haben wir noch ein Tagebuch des Abenteuers. Bringen nichts mehr, aber ich sammle sie gern. Gehen wir zurück. Dann gehen wir gleich in die Oase und das nächste Mal machen wir dann die im Turm. Und also im Silber. Turm da und im Steinfort. So, Schlüssel kann ich auch hier rein tun. Oder den Schlüssel mache ich hier. So, den. So. Was gibt's denn für Sachen hier? Nicht gescheit, aber eben, das möchte ich noch machen. Infernale Maschine, jetzt müssen wir mal schauen. Der Knochen, einen Schlüssel habe ich hier, Schlüssel des Bösen. Schlüssel der Völlerei, Schlüssel des Krieges. Also müssen wir von oben nach unten alle machen. Okay, und die Splitter sind pro Akt. Also da brauchen wir mehrere. Von diesen, vom ersten Akt 4 und vom zweiten Akt 4 und so weiter. Also im zweiten Akt müssen wir den Schlüsselwächter suchen. Da werde ich auch wieder durchraschen, ohne die Elite und so töten. Befreit die gefangenen Wachen. Da werde ich machen. Noch kurz dieses Event. Ja, genau. Sterben müsst ihr. So, der töten. Befreien, nicht töten. Drako, du bist so gewalttätig geworden. Den töten. Und den töten. Ich töte einfach die Gefangenen. So, und jetzt müssen wir hier zurück. Da kommt noch ein Boss.
Ah, nicht rein. Weg damit. Ja, nervt jetzt nicht mit dem Vortex. Ach komm. So kann man nicht gut kämpfen. Kommt jetzt. Das Gift macht mir gar keinen Schaden. Wahrscheinlich wegen den Widerständen. Die sollten jetzt langsam recht gut sein. Und Paragon Level 64. Ich glaube 65 habe ich gehabt, bevor ich hingewechselt bin. Das sind die PTR. So, und hier ist der Plan Blitzpolter. Den habe ich doch auch erst letztes Mal gefunden. Doppt alles wieder. Oder was? Jetzt hoffentlich kommt bald Tyrese Macht wieder. Weil das eine sehr gute Rüstung ist. Plus Bewegungsgeschwindigkeit hat. Das hört sich doch gut an. So, also hier nur den Wächter suchen. Nein, das ist nicht der Wächter. So, weiter. Das ist der Anfang scheinbar. Vielleicht hier drüben. Ja, okay. Geschafft. So, weiter geht's. Hier nicht. Dort drüben habe ich noch nicht erkundet. Der ist leicht. Dauerfeuer. So, weg ist er. Hier ist nix. Und tschüss. So, jetzt dieses Teil von der Oase. Mal schauen, ob er hier irgendwo ist. Okay, auch wieder andere Champions.
nicht schubsen. Au. Mein Zehen zwickt. Das mag ich denn gar nicht, wenn man mich herumschubst. Nicht mal gar nicht mal mehr so viel Damage. Hallo, wann kommst du endlich? Ich möchte dich besiegen. Schlüsselwächter. Noch nicht. Nein, das ist nicht. Doch, das ist der Schlüsselwächter. Aber das sind zwei zusammen. Das ist vielleicht nicht gerade so die beste Methode, um einen Schlüsselwächter zu töten. Ja, aber es muss sein. Der hat nämlich Vortex. Oh Gottchen. Töten wir mal den da. Okay, es sind drei. Das wird vielleicht ein bisschen schwer. So, jetzt den Schlüsselwächter. Ganz groß, ganz klein. Na, kannst du keinen Damage machen. Ja, ja, ja. Und droppst du's? Droppst du was? Ja, Schlüssel. Okay, die droppen wahrscheinlich jetzt jedes Mal, oder was? Und da habe ich einfach so viel Glück. Ich habe die noch nie gemacht, weil ich sie einfach nie gefunden habe. Und jetzt finde ich sie plötzlich. Jedes Mal, oder was? Oder hängt das wegen der Schwierigkeitsstufe ab? Ja, ein bisschen buggy. So, Ashgahangu. Ashgahangu. So, down. Gut, jetzt haben wir den zweiten Schlüssel und das nächste Mal holen wir mal die anderen zwei Schlüssel und gehen mal in eine solche Ding rein. Wo die Bosse sind. Ja. Der Helm, der hat einen Sockel gehabt. Hat aber keine Vitalität und kein Plusleben. So. Die Blitzschleuder. Blitzbolzer. Gut. Jetzt haben wir den Schlüssel, okay. Und ja. Okay. Dankeschön fürs Zuschauen. Ich werde so bald wie möglich wieder Folgen machen. Und dann weiß ich mehr über die Schlüsselwächter, wo sie sind. Und ja, dann sehen wir wahrscheinlich nächsten oder übernächsten Part dann hoffentlich den ersten Bosskampf. Aber den werde ich. Ja, den muss ich schon fast in Qual 1 machen. Oh je. Das wird eine harte Hausnummer. Okay, bis dann. Tschüss.